Ich möchte euch nur kurz was zeigen. Ich meine, der eine oder andere wird das wahrscheinlich eh schon kennen oder nutzen. Wir haben ja immer wieder das Thema, dass nicht jeder Englisch spricht oder nicht so gut Englisch kann oder andere Sprachen. Ich bin auch nicht perfekt in Englisch, aber es geht so halbwegs. Aber es ist ja oft so, man findet interessante Beiträge, zum Beispiel auch auf School. Dann schaut man hier durch und sagt, okay, was ist das jetzt wieder? Das würde mich interessieren. Gut, das ist eine Umfrage. Verstehe ich nicht. So, dann kannst du jetzt natürlich machen, Copy-Paste, kannst du das übersetzen lassen oder was auch immer. Oder du machst das wie ich. Du installierst dir einfach eine kleine Erweiterung für Google Chrome. Funktioniert aktuell, also für Google Chrome weiß ich es. In der Mobilversion gibt es eine Alternative, da kannst du ja mit Google Lens über das Bild drüber gehen und kannst dir das übersetzen lassen. Aber die einfache Methode, wenn du am Desktop oder Laptop arbeitest, mit Chrome Browser sagst du einfach okay, ausgewählten Text übersetzen. Dann sagst du die Ausgangssprache und du willst das jetzt haben, was weiß ich, in Chinesisch traditionell, okay, kann ich nicht sagen, ob stimmt, aber ich schaue mir es in Deutsch an. So, in Deutsch, was bevorzugst du auf deinem Social Media Profil? So ganz easy, ganz simpel, funktioniert auf jeder Seite. Das heißt, überall, wo du irgendwas lesen willst, egal ob das jetzt auf School oder sonst irgendwo ist, und es ist nicht deine Sprache oder du möchtest antworten, dann sagst du einfach, okay, schau mir das an, übersetze ich mir. Ah, okay, darum geht's. Und jetzt möchtest du vielleicht auch gleich antworten. Dann gehst du hier in die Antwort und schreibst einfach, ich habe keine Ahnung davon. So, das können die anderen jetzt wieder nicht lesen. Also markiere ich mir das einfach, sage ihm, ich möchte es übersetzen. Und du siehst jetzt schon, nachdem ich vorher eingestellt habe, Englisch, sagt er, I have no idea. Okay. Ist doch nicht schlecht, wie ich finde. Gut, wie funktioniert das jetzt ganz einfach? So, das brechen wir jetzt mal ab hier. Du gehst einfach in den Erweiterungen. Also normalerweise hast du die ja sowieso hier. Ansonsten gehst du über die Option, Erweiterungen. Da gibt es bei mir jede Menge. Erweiterungen verwalten. Bei mir ist es jetzt schon drinnen. Das schaut so aus. Das ist der DeepL KI-Übersetzer. Ansonsten gehst du einfach in den Chrome Web Store. Suchst dort nach DeepL. Und dann hast du den AI Translator. Dann wird er schon sagen, okay. Hast du ja schon, also willst du ihn aus Chrome entfernen? Nein, will ich natürlich nicht. Ich habe ihn hier hinzugefügt. Ich habe ihn auch mit einem, kannst du hier zeigen. Du kannst hier bei deinen Erweiterungen immer anpinnen. Nicht viele, aber einige kannst du anpinnen, damit du sie hier oben immer griffbereit hast und kannst jederzeit aktivieren oder deaktivieren. So, du öffnest jetzt zum Beispiel eine englischsprachige Seite, ah ja, ICQ gibt es ja nicht mehr. Aber du siehst hier sofort, wenn du möchtest, kannst du jetzt die Seite gleich übersetzen lassen. Ich übersetze es hier gleich. Dienst funktioniert nicht mehr. Sie können mit Freunden in VK Messenger und mit Kollegen. So, hier kann ich das Original wieder anzeigen lassen oder ich sage, diese Meldung brauche ich nicht. Auf dieser Seite nicht mehr, nur für diese Sprache oder auf allen Seiten. Damit kannst du sagen, wenn es eine exotische Sprache ist, dann möchte ich übersetzen oder möchte ich das anzeigen. Gut, also so sieht das aus. So einfach funktioniert das. Funktioniert bei School, bei jeder anderen Option. Also einfach nutzen, austesten. Es ist 100-mal besser als der Google Translator. Ich hoffe, es hört jetzt niemand von Google zu, aber es ist ja nicht zu erwarten. Die Ergebnisse von DeepL sind einfach genial und du musst dazu nicht die Pro-Version nutzen. Außer du willst Texte schreiben in mehreren Sprachen, dann ist die Pro-Version sinnvoll. Also ich habe sie sowieso, weil ich es nutze generell und 32 Sprachen funktionieren ganz, ganz, ganz hundertprozentig. Also kann ich euch absolut empfehlen, nur so als kleiner Tipp nebenbei. Ciao, ciao.